Jetzt geht es hier zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Bundesregierung hat ein Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch vorgelegt. Unter anderem soll ein Teil der Zollverwaltung gestärkt werden, einerseits mit mehr Personen und andererseits auch mit der Möglichkeit, schneller und leichter tätig werden zu können, wenn eben der Verdacht besteht, dass zum Beispiel ein Unternehmen den Mindestlohn nicht einhält. Das wird jetzt als erste Ingrid Arndt Brauer hier erläutern. Sie sitzt für die SPD im Finanzausschuss. Das Gesetz zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit erweitert die Kompetenzen der sogenannten Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls. Hier geht es darum, dass wir als Reaktion auf neue und besonders heftige Erscheinungsformen von Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung und ähnlicher Dinge, zum Beispiel auch Menschenhandel, reagieren und dadurch verstärkt diese Dinge bekämpfen. Zukünftig kann die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zum Beispiel Tagelöhnerbörsen, den sogenannten Arbeiterstrich, auflösen und schon die Anbahnung stören und dadurch auch verhindern. Hier haben wir, dadurch, dass wir mehr Personal einstellen werden, die Möglichkeit, auch Datenaustausch mit anderen Behörden verstärkter zu betreiben. Und wir können dadurch auch in bestimmten Regionen Dinge, die wir bisher nicht bekämpfen konnten, verhindern. Dazu gehört auch so etwas wie Menschenhandel. Auch hier haben wir Regionen, wo das verstärkt stattfindet. Ich sage mal als Stichwort Prostitution, illegale Einwanderung, die damit verbunden ist. Bisher war es nicht möglich, dass man als Finanzkontrolle in diesem Bereich tätig wurde. Das wird möglich sein. Es gab Bedenken bei Kollegen der Grünen, dass wir Prostituiertenschutz nicht ernst nehmen. Ich denke, wir gehen da sehr mit Augenmaß vor. Wir schützen Prostituierte, aber wir schützen keinen Menschenhandel. Es wird ein verstärktes Auskunftsrecht geben gegenüber Online-Plattformen. Auch hier werden Dienstleistungen angeboten, erst in neuerer Zeit. Früher war das gar nicht möglich. Und auch hier wird Schwarzarbeit getätigt. Und hier können wir etwas tun. Wir haben die Möglichkeit, dass die FKS als kleine Staatsanwaltschaft tätig wird und deswegen auch in Gewerben, wo Kettenbetrügereien passieren, Bußgeldtatbestände aufnimmt und dadurch auch zum Beispiel im Baugewerbe verstärkt gegen solche Betrügereien vorgehen kann. Wir werden die Telekommunikationsüberwachungsmöglichkeiten ausweiten. Auch das ist eine Form moderner Verbrechensbekämpfung, die vielleicht früher in der Form nicht nötig war, aber die jetzt auf alle Fälle nötig ist. Wir werden auch den Kindergeldmissbrauch bekämpfen. Mein Kollege Michael Schrodi sagt da nachher noch was dazu. Hier war vor allen Dingen die Kollegen der Linken besorgt, dass das nicht ganz sinnvoll sein wird. Ich denke, es ist sinnvoll. Mein Kollege wird dazu noch was sagen. Auch die Bedenken des Bundesrates konnten, denke ich, ausgeräumt werden. Wir werden mehr Personal einstellen. Im Gegensatz zur AfD, die meint, man muss Personalreserven nur ausschöpfen, sind wir der Meinung, wir brauchen mehr Personal beim Zoll für die neuen Aufgaben. Und wir werden deswegen mehr Planstellen schaffen. Und wir werden mit diesen Planstellen ermöglichen, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Bereich illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit effektiv arbeiten kann. Und ich bin froh, dass wir das überprüfen werden. Wir werden eine Revisionsklausel einführen beim Prostitutionsbereich in 2 Jahren, beim Gesetz in 5 Jahren. Und ich glaube, das Ergebnis wird sein, wir gehen erfolgreich gegen diese Bereiche des Missbrauchs vor und werden natürlich auch erhebliche Mehreinnahmen in der Staatskasse dadurch bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ingrid Arndt Brauer. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Kai Gottschalk. Kai Gottschalk sitzt für die AfD-Fraktion im Finanzausschuss. Ja, sehr geehrte Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Heute haben wir die zweite und dritte Beratung zum Gesetzentwurf gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch. Gleich vorweg kann ich sagen, wir als AfD-Fraktion werden diesem Antrag zustimmen. Nach unserem Dafürhalten geht das Gesetz in die richtige Richtung und greift einige sehr wichtige Punkte auf. Ich hatte es in meiner ersten Rede zur Beratung dieses Gesetzes schon gesagt.
Ich hatte, wie auch andere, gesagt, dass der Missbrauch des Kindergeldes einzudämmen ist. Und hier sind wir froh, dass Sie dem Druck der AfD nachgeben. Und ich zitiere, Sie stellen ja selbst im Gesetz fest, im Bereich des Kindergeldes hat seit mehreren Jahren die missbräuchliche Beantragung in organisierter Form zugenommen. Meine Damen und Herren, hier wird aus anscheinendem angeblichen Populismus endlich Realpolitik. Und ich prophezeie Ihnen, meine Damen und Herren, das ist nicht das letzte Mal in diesem Hohen Hause. Darüber hinaus verfolgt die Bundesregierung mit dem Gesetz Ziele wie illegale Beschäftigung bekämpfen, Sozialleistungsmissbrauch bekämpfen und Schwarzarbeit noch stärker zu bekämpfen. Es sollen gravierende Beitragsausfälle in der Sozialversicherung und Ausfälle bei den Steuereinnahmen verringert werden und neue legale Arbeitsplätze geschaffen werden. Das halten wir als AfD generell für unterstützungswürdig. Neu wird auch sein, dass die FKS nun auch voll in Fällen kontrollieren kann, Frau Anbrauer hat es erwähnt, wo sich Dienst- und Werkleistung anbahnen bzw. nur vorgetäuscht werden. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie endlich in der Realität mit Ihrer Politik ankommen. Viele werden Ihnen das da draußen danken. Aber als Opposition haben wir natürlich auch Gedanken und Beweggründe und Motive, Gesetze besser zu machen. Und Frau Anbrauer, Sie haben es dankenswerterweise erwähnt, wir haben einige Punkte in unserem Entschließungsantrag eingebracht, die ich hier auch kurz erläutern möchte und Ihnen da draußen vor allen Dingen darbringen möchte, denn es geht um Ihr Geld. Als erstes mussten wir feststellen, dass aufgrund des Gesetzes insgesamt 4.360 neue Arbeitskräfte in der Zollverwaltung sowie 178 Arbeitskräfte bei den weiteren Einrichtungen des Bundes eingestellt werden sollen. Das ist ein Aufwuchs von etwas über 10% zu den bereits vorhandenen 40.000 Planstellen nach Bundeshaushaltsgesetz 2019. Die Kosten hierfür steigen stufenweise jährlich bis zum Schluss auf 464 Millionen Euro im Jahre 2030, die dann fortlaufend, meine Damen und Herren, gezahlt werden müssen. Dass für mehr Kontrolle mehr Personal eingestellt werden muss, meine Damen und Herren, das ist uns an dieser Stelle auch klar. Aber wir fragen auch nach, wie es im Jahr 2018 von den rund 36.000 Planstellen 4.500 nicht besetzt waren. Das heißt, der Saldo wächst ja sogar auf. Und nach Bundeshaushaltsordnung § 7, und das haben wir im Ergänzungsantrag hier beantragt, hat die Bundesverwaltung zu prüfen, wie viel Personal sie beschäftigt. Und sie hat dazu, wie wir es auch geschrieben haben und ich es mehrmals in der Anhörung gefordert habe, eine Personalbedarfsermittlung vorzulegen. Von dem ist nichts geschehen. Es kamen stumpfe Antworten. Es ist ein Schwarz- und ein Graubereich. Das könne man noch nicht so abschätzen. Meine Damen und Herren, es ist unsere Aufgabe, hier auch Optimierungspotenziale aufzuzeigen. Und das tun wir. Und nach Professor Bosch von der Universität Duisburg, der ebenfalls in der Anhörung war, sprach er von unterschiedlichen Zuständigkeiten. Die FKS, die Zollfahndung, die FIO haben unterschiedliche Zentraldirektionen. Sie haben bei vergleichbaren Aufgaben vergleichbare Ausrüstung benötigen und haben die ähnlichen Kontrollmethoden. Und trotzdem haben wir dort eine Patchwork-Organisation. Das heißt, Synergieeffekte oder Zusammenarbeit werden nicht gehoben. Hier entstehen Ihnen, meine Damen und Herren, Kosten, die man eindämmen könnte. Meine Damen und Herren, grundsätzlich muss man an dieser Stelle mit der Regierung vielleicht einmal einen kurzen wissenschaftlichen Exkurs haben und in ihn gehen, nämlich den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Ich hoffe und setze voraus, deswegen stimmen wir zu, dass dieses Gesetzesvorhaben zumindest effektiv ist. Das heißt, Sie werden die Ziele erreichen. Ob man dieses Ziel aber mit dem geringstmöglichen und wirtschaftlichen Aufwand erreicht, sei dahingestellt. Oder, um es verständlicher auszudrücken, wenn es unser Ziel wäre, gemeinsam einen Baum zu fällen, die Grünen werden sich hier jetzt wahrscheinlich wieder auf dem Boden liegen, oder ich korrigiere, wenn es um Windräder geht, wahrscheinlich nicht, dann nimmt die Bundesregierung den Steinkeil von Urmenschen. Damit lässt sich selbstverständlich ein Baum fällen, aber insoweit ist es effektiv. Die AfD würde eine Kettensäge nehmen, das geht schneller und ist zudem auch tatsächlich effizient. Ich sehe ein paar verdutzte Gesichter bei den Grünen und bei der SPD, das ist gut, denn zuweilen sind sie ja zumindest dabei effizient und effektiv, wenn es um die 5%-Hürde geht. Aber lassen Sie mich am Schluss noch anmerken, und das muss man mahnend, wenn wir an die Anhörung denken, auch noch mal hier einführen, die Bürokratiekosten sollten wir hier alle
im Auge behalten. Das geht Sie da draußen an, das geht den Mittelstand an, die mittelständischen Unternehmen. Denn für den Mittelstand gibt es bereits jetzt, das wurde auch gesagt, über 10.000, nochmals, meine Damen und Herren, über 10.000 Informationspflichten. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle, ich komme zum Ende, mit dem Frühjahrsputz anfangen und auch an dieser Stelle ausmisten, damit Sie endlich wieder Politik auch für den deutschen Mittelstand machen. Trotz aller Bauchschmerzen werden wir diesem Gesetz zustimmen, weil hier sind viele AfD-Gene drin und das unterstützen wir. Vielen Dank. Dankeschön, Kai Gottschalk. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Johannes Steiniger. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Gottschalk, Sie haben ja irgendwie ganz gut angefangen. Am Schluss wurde es wieder etwas wirr. Und ich möchte mich gleich zu Beginn meiner Rede gegen eines verwehren, nämlich, dass in diesem Gesetz AfD-Gene drin seien. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern das ist die Politik der Großen Koalition. Und es ist gut, dass wir heute dieses Gesetz verabschieden werden und hier gute Dinge machen. Denn wir setzen heute ein Stoppschild. Ein Stoppschild gegen Schwarzarbeit, ein Stoppschild gegen Ausbeutung und auch ein Stoppschild gegen Kindergeldbetrug. Und dass wir das auch noch vor der Sommerpause hinbekommen, ist eine gute Sache. Und da möchte ich mich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen dafür bedanken, dass wir jetzt dann auch entsprechend dem Zoll und anderen das an die Hand geben können, wo dann auch ermittelt werden kann. Wir haben drei Bausteine, die wurden gerade eben schon mal anskizziert. Zum einen mehr Kompetenzen für den Zoll, dann aber auch mehr Personal, dass diese Kompetenzen auch ausgefüllt werden können. Wir wollen einen besseren Datenaustausch und wir wollen drittens Anreize reduzieren, dass man nur aufgrund des Kindergeldes nach Deutschland kommt. Und wir haben ja viel diskutiert in den letzten Wochen, auch über die Europawahl. Und als Große Koalition, als SPD, aber auch als CDU-CSU müssen wir uns, glaube ich, an die eigene Nase greifen und sagen, wir haben da auch Vertrauen verloren. Aber das Gesetz, das wir heute abschließen und der Prozess, wie wir zu diesem Beschluss heute auch kommen, ist, glaube ich, eine Blaupause, wie wir Politik machen müssen, dass wir auch Vertrauen zurückgewinnen. Denn da war am Anfang das Zuhören, dann das Problem erkennen, dann das Handeln und Lösungsvorschläge machen, die Betroffenen einbinden und dann auch im parlamentarischen Prozess einen guten Entwurf, Frau Staatssekretärin, auch dann noch besser zu machen. Und wenn wir so weitermachen, dann können wir vielleicht auch die Große Koalition dann noch positiv weitergestalten. Wie haben wir zugehört? Es gab im letzten Sommer einen Hilferuf aus den Kommunen von Bürgermeistern, die gesagt haben, Achtung, wir haben hier ein Problem, das eben ansteigt im Bereich des Kindergeldmissbrauchs, dass es eben zu Ausbeutung auch kommt, im Bereich der Schwarzarbeit Menschen nach Deutschland gelockt werden, unter schlimmen Umständen dann hier auch wohnen, dass dort organisierte Kriminalität hinten dran steckt und dass über gefälschte Arbeitsverträge, aber auch gefälschte Geburtsurkunden es immer wieder zu Kindergeldbetrug kommt. Und wir haben gesagt, ja klar, da gibt es ein Problem und da muss Politik handeln. Und das Finanzministerium hat dann ein großes Paket geschnürt an der Stelle. Ich glaube, 15 Gesetze insgesamt, die hier angepasst und verändert werden. Und mal um das im Einzelnen darzustellen, der Zoll darf mehr erstens. Zuständigkeiten werden geordnet, der Datenaustausch wird verbessert. Es wurde schon gesagt, man darf jetzt auch schon im Verdachtsfall gegen illegale Beschäftigung einschreiten. Es sind insgesamt Lücken geschlossen werden. Und dass wir uns, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann auch vornehmen, das personell zu unterlegen, plus 4.360 Stellen bis ins Jahr 2030. Das zeigt, wir stehen hinter dem Zoll und wir sagen, der Zoll macht eine gute Arbeit, aber er muss dann auch personell gut aufgestellt sein. Und der zweite Punkt war die Frage, wie gehen wir mit dem Thema Kindergeldbetrug um? Und auch dort haben wir ein ganzes Maßnahmenbündel, was wir hier jetzt beschließen und was, das ist unsere Auffassung, dazu führen wird, dass wir dies auch hier eindämmen können. Das ist erstens, dass wir sagen, dass neu zugezogene EU-Ausländer in den ersten drei Monaten kein Kindergeld in Deutschland bekommen können. Das ist aus meiner Sicht fair, konsequent und auch europarechtskonform. Und der Herr Kollege möchte, glaube ich, eine Zwischenfrage stellen. Die habe ich provoziert. Ich wollte Sie gerade fragen, ob Sie das zulassen. Ich wusste ja, dass der Herr Strengmann-Kuhn die Frage stellt. Ja oder nein? Ja, bitte, ja, bitte, bitte. Wolfgang Strengmann von der Grünen Fraktion fragt jetzt. Gut, jetzt ist Herr Strengmann. Genau, ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenbemerkung
zulassen. In der Tat, in den Ausschüssen diskutieren wir das jetzt schon intensiv. Deswegen ist es auch gut, hier nochmal die unterschiedlichen Argumente auszutragen. Sie haben von Kindergeldbetrug geredet. Das ist richtig, dass man dagegen vorgeht. Geburtsurkunden zu fälschen, Arbeitsverträge zu fälschen, ist was, wo der Staat eingreifen muss. Das ist Betrug, das ist Missbrauch, da müssen wir was tun. Aber das, was Sie zuletzt gesagt haben, das ist kein Betrug. Da geht es um Kinder, die hier rechtmäßig in Deutschland leben, und denen wollen Sie das Kindergeld verweigern. Das ist an sich sozialpolitisch schon mal problematisch. Das ist auch in der Sachverständigenanhörung auch so gesagt worden. Das trägt nicht dazu bei, tatsächlich den Betrug zu beseitigen. Und es widerspricht halt dem Europarecht. Und das noch mal zur Erklärung für die, die sich im Europarecht nicht so gut auskennen. Normalerweise gibt es ein Diskriminierungsverbot. Das heißt, EU-Bürgerinnen aus anderen Ländern müssen genauso behandelt werden wie deutsche EU-Bürgerinnen. Ausnahme ist bei den Sozialleistungen die Sozialhilfeleistung. Arbeitslosengeld II, Grundsicherung im Alter. Da darf man Einschränkungen machen. Das Kindergeld ist aber keine Sozialhilfe und keine Sozialhilfeleistung. Und das hat auch niemand so behauptet in der und belegen können in der Sachverständigenanhörung. Deswegen können Sie erklären, warum das Kindergeld, was ja einerseits eine Steuerleistung ist und die für die, die nicht erwerbstätig sind, eine Familienleistung, eine Sozialleistung, aber eben keine Sozialhilfeleistung ist. Und da gibt es Urteile auch aus diesem Jahr gut, vom vom EU-EuGH. Also erklären Sie das nochmal, warum das Kindergeld eine Sozialhilfeleistung ist, weil nur dann könnte es eingeschränkt werden. Herr Steininger, bitte. Also herzlichen Dank auch für diese Frage. Herzlichen Dank, dass Sie meine Redezeit damit auch ein Stück weit verlängern. Ich dachte mir ja schon, dass Sie darauf zu sprechen kommen. Ich begründe zuerst, warum wir das hier so machen. Der Hauptgrund ist, dass wir Anreize reduzieren wollen, dass man nur aufgrund von Kindergeldzahlungen nach Deutschland kommt, weil wir nämlich sagen, das wollen wir an dieser Stelle nicht und den Anreiz hier reduzieren. Zweitens die europarechtliche Frage. Schauen Sie in die Freizügigkeitsrichtlinie rein, Artikel 24 Absatz 2, wo genau drinsteht, so wie Sie das ja auch skizziert haben, dass man eben Sozialhilfe für arbeitslose Ausländer entsprechend einschränken kann, um nationale Haushalte zu schützen. So, jetzt ist es aber so, wenn Sie sich das Kindergeld bei uns in Deutschland anschauen, dann wirkt es bei Arbeitslosen, nicht erwerbstätigen EU-Ausländern wirkt es eben wie eine Sozialhilfeleistung. Und deswegen kann man das sehr gut begründen. Wenn sich die entsprechende einschlägige EU-Rechtsprechung dazu auch anschauen, dann ist das ähnlich. Und ich habe einen Begriff in den letzten 4 Monaten gelernt, den ich jetzt hier im Plenum auch sagen will. Also juristisch, das ist ein Argumentum a maiore ad minus. Das heißt nämlich also, wenn ich die Möglichkeit habe, bestimmte Sozialleistungen einzuschränken, dann auch erst recht sozusagen das Kindergeld. Und deswegen haben wir gar keine Sorge, dass wir hier europarechtliche Zweifel haben. Und deswegen beschließen wir das heute auch. Nee, da müssen Sie mal die einschlägige Rechtsprechung dazu sich auch anschauen. So, also, das ist der Punkt, den wir auch am meisten diskutiert haben. Wir führen weiterhin ein, dass Familienkassen nun auch bei Verdacht die Zahlungen einstellen können. Dadurch gibt es einen Puffer dann auch entsprechend in der Ermittlung. Darauf hat die Familienkasse auch hingewiesen, die im Übrigen auch bei der Anhörung darauf hingewiesen haben, dass sie mit den 3 Monaten sehr zufrieden sind. Wir sorgen für besseren Datenaustausch und sagen damit auch ganz klar das Signal, wir akzeptieren in Zukunft Betrug nicht mehr. So, wir haben dann die Betroffenen eingebunden. Das haben wir in der internen Anhörung gemacht mit Zoll, Familienkasse, den Bürgermeistern und aber auch der Anhörung dann hier des Finanzausschusses. Daraus sind 7 Änderungsanträge entstanden. Wir haben den Datenaustausch noch mal verbessert. Und jetzt aber auch der Appell an die Kommunen vor Ort und an die Länder. Jetzt liegen die Werkzeuge auf dem Tisch. Jetzt müssen sie auch angegangen werden. Und vieles hängt dabei auch an der Kooperation vor Ort. Insgesamt haben wir hier ein sehr gutes Gesetz. Ich möchte mich herzlich bedanken beim Bundesfinanzministerium, bei den Kolleginnen und Kollegen Berichterstattern für die guten Beratungen und denke, dass wenn wir vor der Sommerpause dieses gute Gesetz dann auch verabschieden, dann geben wir dem Zoll und anderen die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um diesen illegalen Missbrauch hier entsprechend auch zu bekämpfen. Herzlichen Dank. Sag mal, Johannes Steininger von der Unionsfraktion. Auf ihn folgen wird jetzt Markus Herbrand von der FDP. Er sitzt im Finanzausschuss für seine Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut die FDP, dass endlich die brachliegende Bekämpfung von Sozialleistungsbetrug, Schwarzarbeit und Lohnausbeutung aufgegriffen wird.
Dabei denke ich nicht nur an den strikten Umgang bei der Kindergeldabzocke, bei der mühsam erarbeitetes Steuergeld der Steuerzahler ausgegeben wird für Kinder, die es nicht gibt. Auch der Kampf gegen den sogenannten Arbeiterstrich, bei dem die Arbeitskraft der Schwächeren in unserer Gesellschaft auf niederträchtigte Weise ausgebeutet wird, wird angegangen. Das ist gut so. Es ist eigentlich schon bizarr, dass das SPD-geführte Finanzministerium dazu erst jetzt aktiv wird. Aber das Gesetz bleibt auch hinter seinen Möglichkeiten zurück. Es geht nämlich nicht nur darum, mehr Leute beim Zoll einzustellen, es geht vielmehr darum, auch strukturell dafür zu sorgen, dass der Zoll seine Arbeit sachgerecht nachgehen kann. Immer mehr Aufgaben in den vergangenen Jahren sind manchmal aus nachvollziehbaren Gründen, manchmal aus weniger nachvollziehbaren Gründen bei den Zöllnerinnen und Zöllnern übertragen worden. Deshalb stimmt, der Zoll braucht mehr Mitarbeiter. Es ist aber, und das möchte ich hier auch in aller Deutlichkeit betonen, grundfalsch, andere Möglichkeiten brachliegen zu lassen, die dem Zoll seine Arbeit erleichtern würden. Sehr geehrte Damen und Herren, damit sind wir beim Thema Digitalisierung und damit auch bei dem grundsätzlichen Problem, weshalb dieses Gesetz hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Die IT-Programme, mit denen die Zöllner arbeiten, sind zum Teil steinalt. Bei Kontrollen laufen sie mit Klemmordnern herum und müssen handschriftlich Daten aufnehmen, um die gleichen Daten dann später mühsam in Programme einzuspeisen, die mit anderen Programmen der Verwaltung nicht kompatibel sind. Und das ist einfach kein Zustand. Auch nach den geplanten technischen Fortschritten des Gesetzes jagt der Zoll zum Teil weiter Verbrecher wie in der Steinzeit. Das sieht man zum Beispiel an der Schweizer Grenze, wo im vergangenen Jahr rund 17 Millionen Umsatzsteuerrückerstattungen vom Zoll per Hand erteilt werden mussten, weil die IT nicht bereitgestellt wird. Meine Damen und Herren, das Finanzministerium hat vom Normenkontrollrat in unüblich deutlichen Worten auch einen Rüffel dafür erhalten, dass die Gesetzeskosten nicht transparent dargestellt wurden. Das ist eine große Blamage. Genau aus diesem Grund ist es auch eine herbe Enttäuschung, dass Sie im Gesetz neue Doppelstrukturen aufbauen. Wir wollten dies ändern. Unseren Entschließungsantrag hierzu hat die Große Koalition ohne jedwede Begründung abgelehnt. Ich möchte noch mal an alle appellieren, sich endlich mehr mit bürokratischen Folgekosten auch zu beschäftigen, die Gesetze immer mit sich bringen. Es gehört zu unserer Verantwortung, Gesetze effizient auszugestalten. Geschätzte Kollegen, wir haben Sympathien für die Forderungen dieses Gesetzes und wir tragen die grundlegende Stoßrichtung mit. Wegen der genannten Schwachpunkte und auch, weil nicht sämtliche Bedenken hinsichtlich möglicher unverhältnismäßiger Eingriffe in die Grundrechte ausgeräumt wurden, werden wir uns aber enthalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Markus Herbrand. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Jörg Cézanne. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir teilen das Anliegen dieses Gesetzentwurfs, illegale Beschäftigung besser zu kontrollieren und zu unterbinden und auch den Missbrauch von Sozialleistungen zu verhindern. Dieser Gesetzentwurf leistet das nicht. Er beseitigt nicht die Ursachen von illegaler Beschäftigung. Er macht sogar noch die Opfer ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse, bestraft sie. Und er verstößt gegen europäisches Recht und diskriminiert EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Die Gewerkschaft der Polizei und auch die Zollgewerkschaft und andere haben verschiedentlich darauf hingewiesen, wie groß der Personalmangel beim Zoll ist. Das ist auch in den Vorreden deutlich geworden. Deshalb ist es gut und richtig, dass Sie die Finanzkontrolle Schwarzarbeit stärken. Soweit die Zustimmung zu dem, was Sie versuchen. Der zentrale Mangel aber ist, um ein Bild zu benutzen, Sie kaufen der Feuerwehr ein neues Einsatzfahrzeug, aber Sie drehen den Gashahn nicht ab, aus dem dieses Feuer immer wieder befördert wird. Mehr Kontrolle ist gut beim Mindestlohn, bei der Schwarzarbeit, bei den Tagelöhnerbörsen. Besser wäre es, Unternehmen, die Teile von Aufträgen an Subunternehmer auslagern, mit einer Nachunternehmerhaftung zu verpflichten,
dort auch die Einhaltung von Tarifverträgen, sozialen Standards und Mindestlohn zu kontrollieren. Das Gleiche gilt für Minijobs. Das Gleiche gilt für Minijobs, die häufig ein Einfallstor für den Betrug beim Mindestlohn sind. Das gilt für die ausufernde Verbreitung von Werkverträgen, die häufig zu Scheinselbstständigkeit und Sozialbetrug führen. Hier unternehmen Sie nichts. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Opfer von Ausbeutung, also die Menschen, die ihre Arbeitskraft bei diesen Tagelöhnerbörsen zu Markte tragen, genauso bestraft werden sollen, immerhin nicht in gleicher Höhe, genauso bestraft werden sollen wie diejenigen, die diese Tagelöhnerbörsen nutzen, um sich billige Arbeitskräfte zu besorgen. Das ist ein Bruch in der ganzen Systematik, das lehnen wir ab. Und der wesentliche Bruch in diesem Gesetz und das, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, während Sie bei der Kontrolle von Schwarzarbeit und Mindestlöhnen auf präventive Maßnahmen fast vollständig verzichten, machen Sie genau das bei der Eindämmung oder dem Versuch der Eindämmung des Missbrauchs von Kindergeld. Da scheuen Sie nicht einmal vom Bruch von EU-Recht zurück. Sie stellen neu hinzuziehende EU-Bürgerinnen unter den Generalverdacht, betrügerische Absichten zu haben und streichen den Anspruch für Kindergeld auf 3 Monate. Dabei handelt es sich dabei nicht einmal um eine Sozialleistung, es ist vielmehr eine Familienleistung im Sinne der Einkommensbesteuerin. Sie tun dies, obwohl Sie nicht mal sagen können, wie hoch der Missbrauch beim Kindergeldbezug überhaupt ist. Die katholischen Bischöfe haben uns in der vergangenen, schon die vorvergangene Woche gewesen, darauf hingewiesen, dass erstens der Versuch, bestimmte Gruppen von EU-Bürgern von einem Anspruch auf Kindergeld auszuschließen, europapolitisch verfehlt sei, dass der Vorschlag keinen Missbrauch verhindern werde, dass er vielmehr einer Tendenz Vorschub leiste, nach der Grenzen und Trennlinien zwischen den Bürgern Europas durch die Unterscheidung nach der Staatsangehörigkeit wieder legislativ vertieft werden. Und der EuGH hat im Februar ein weiteres Mal seine Rechtsprechung bestätigt, dass der Anspruch auf Familienleistung nicht von der Stellung als Arbeitnehmerin, also dem Vorliegen eines Arbeitsvertrages, abhängig gemacht werden darf. Sie liegen damit völlig daneben, deshalb werden wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Ich danke. Vielen Dank. Jörg Cézanne von der Linksfraktion hat die Intention des Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch gelobt, aber kritisiert, dass die Opfer der Arbeitsausbeutung hier zu Tätern gemacht werden. In eine ähnliche Stoßrichtung dürfte die nächste Rednerin gehen, Beate Müller-Gemmicke, Sprecherin für Arbeitnehmerinnenrechte und aktive Arbeitnehmerrechte ihrer Fraktion. Menschen, die ausgebeutet, getäuscht, betrogen und auch Menschen unwürdig behandelt werden. Opfer von Arbeitsausbeutung werden aber zu wenig geschützt und die Täter zu wenig verfolgt. Und deshalb wollen auch wir die Finanzkontrolle Schwarzarbeit stärken. Der Gesetzentwurf bringt auch einige gute Maßnahmen auf den Weg, beispielsweise die tariflichen Mindeststandards für Unterkünfte im Arbeitnehmerentsendegesetz, Sanktionen bei vorgetäuschten Arbeitsverhältnissen. Die FKS wird zur kleinen Staatsanwaltschaft, und das kann die Verfahren beschleunigen. Und wichtig ist, dass die FKS endlich bei ausbeuterischen Arbeitsbedingungen überhaupt ermitteln darf. Und wir unterstützen natürlich auch, dass die FKS mehr Personal bekommen soll. Das fordern wir schon lange. Die Stellen müssen dann aber auch wirklich besetzt werden. Immer nur ankündigen ist einfach zu wenig. Und damit bin ich auch schon bei den kritischen Punkten, die wir ablehnen. Und die stehen auch ganz ausführlich in unserem Entschließungsantrag. Es ist zwar gut, dass die FKS besser gegen die sogenannten Arbeiterbörsen vorgehen kann. Dabei müssen aber die Sanktionen konsequent auf diejenigen konzentriert werden, die Menschen illegal beschäftigen und ausbeuten, aber nicht auf die Menschen, die davon betroffen sind. Sie brauchen keine Bußgelder, sondern sie brauchen Beratung und Unterstützung. Aus
Außerdem sind die Opfer von Ausbeutung immer auch potenzielle Zeugen, die helfen können, die Verantwortlichen, also diejenigen, die von Arbeitsausbeutung profitieren, dingfest zu machen. Und deshalb lehnen wir Bußgelder gegen die Opfer von Arbeitsausbeutung strikt ab. Auch der Opferschutz muss gestärkt werden. Im Gesetzentwurf ist hier aber eine Leerstelle. Zentral wichtig sind flächendeckende Beratungsstellen, denn die Menschen müssen ihre Rechte kennen. Und wichtig ist auch, dass sie ihre Rechte besser durchsetzen können. Und deshalb fordern wir einen kollektiven Rechtsschutz, ein Verbandsklagerecht, denn wir dürfen die Menschen nicht alleine lassen. Notwendig ist natürlich auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen FKS und anderen Behörden. Wir kritisieren aber, dass beim Datenaustausch der Prüfauftrag der FKS keine Rolle spielen mehr soll. Alles kann erfasst und an alle möglichen, auch polizeifernen Behörden übermittelt werden. Und nicht einmal die Anmeldestellen für die Prostituierten wurden rausgenommen. Auch die Telekommunikationsüberwachung wird ausgeweitet, ohne nachvollziehbare Begründung und ohne klare gesetzliche Grundlage, die Zweck und Grenzen regelt. Das alles ist unverhältnismäßig und völlig grenzenlos, und das ist für uns nicht akzeptabel. Und dann gibt es ja noch den sachfremden Punkt, der angesprochen wurde, dass neu zugezogenen Unionsbürgerinnen generell der Leistungsmissbrauch unterstellt, und deswegen sollen sie zukünftig 3 Monate lang pauschal das Kindergeld nicht erhalten. Das ist unsäglich, und ich sage es noch mal, das ist auch europarechtswidrig, und deswegen lehnen wir das natürlich ab. Unser Fazit ist also, wir wollen die Finanzkontrolle Schwarzarbeit stärken, und das ist uns wirklich ein Anliegen. Aber das darf nicht zulasten von Grundrechten und Rechtsstaat gehen. Das ist hier aber der Fall, und deshalb können wir uns nur enthalten. Vielen Dank. Neu zugezogene Bürger aus der Europäischen Union sollen in den ersten 3 Monaten nur dann Anspruch auf Kindergeld haben, wenn sie Einkünfte nachweisen können. Das hat Beate Müller-Gemmecke hier nochmal kritisiert. Auf sie reagieren kann jetzt Michael Schrodi von der SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, die Europawahl hat deutlich gezeigt, dass eine übergroße Mehrheit für ein starkes Europa ist. Und dafür gibt es auch gute Gründe. 68% der Exporte gingen in europäische Länder. Es ist fast schon problematisch, dass wir so viel auch exportieren. Europa darf aber nicht nur ein Europa der Wirtschaft und auch nicht des Kapitalverkehrs sein. Wir wollen Europa der persönlichen Freiheiten und Chancen eines jeden Einzelnen. Und deshalb ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit ein hohes Gut. Und deshalb auch nochmal grundsätzlich an dieser Stelle, wir profitieren von dieser Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa und auch in Deutschland. 2017 waren in Deutschland rund 2,4 Millionen Erwerbstätige aus dem EU-Ausland hier bei uns, 6% aller Erwerbstätigen. In anderen Ländern gibt es sogar einen höheren Anteil. Und es ist deutlich zu sagen, diese Menschen kommen zu uns. Sie leben hier, sie arbeiten hier, sie zahlen hier Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Sie sind eine Stütze unserer Gesellschaft, und das ist auch gut so an dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Zuge der Arbeitnehmerfreizügigkeit kommt es aber auch zu Missbrauch auf dem Arbeitsmarkt und auch zu ungerechtfertigter Inanspruchnahme von Sozialleistungen. Wir haben da übrigens auch schon einiges getan, Maßnahmen ergriffen in den letzten Jahren, zum Beispiel die rückwirkende Auszahlung des Kindergeldes auf 6 Monate gekürzt. Und wir reagieren jetzt auch auf aktuelle Dinge, die wir angehen müssen. Mit diesem Gesetz schaffen wir beispielsweise mehr Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Wir stärken den Zoll. Wir gehen gegen Schwarzarbeit vor. Wir gehen gegen Ausbeutung vor, dass eben Menschen, die zu uns kommen, hier nicht ausgebeutet werden. Das ist gut, dass wir das angehen an dieser Stelle. Und da bin ich dem Finanzminister auch dankbar, dass er hier den Zoll stärkt. Mit diesem Gesetz werden wir auch Schleppern das Handwerk legen, die unter falschen Versprechen Familien nach Deutschland locken, in Schrottimmobilien unterbringen, ihnen gefälschte Arbeitsverträge oder Geburtsurkunden besorgen, dann Kindergeld beantragt wird, wovon ein großer Teil dann wieder als Miete den Leuten abgepresst wird.
Wir wollen diese Menschen schützen. Wir wollen den Städten helfen. Und wir wollen den Schleppern das Wasser abgraben in enger Abstimmung mit den Kommunen. Und da machen wir uns auf den Weg. Und ich möchte zwei Maßnahmen nur kurz erwähnen. Zum einen die verbesserte Datenabgleich, um Betrugsfälle schnell zu erkennen. Und auch das Prüfungsrecht der Familienkassen, die bei begründeten Verdachtsfällen eingreifen können, die auch vorläufig die Kindergeldleistungen einstellen können. Und das ist an der Stelle eine gezielte Maßnahme, um Missbrauchsmöglichkeiten zu bekämpfen. Und es sei auch noch mal erwähnt an dieser Stelle, dass wir mit diesem Gesetz auch ein anderes Gesetz ein Stück weit heilen, wo wir gesehen haben, auch da ist etwas nicht in die richtige Richtung gelaufen. Wir haben, wie gerade erwähnt, zur Verhinderung unberechtigter Inanspruchnahme von Kindergeld die rückwirkende Auszahlung auf 6 Monate begrenzt. Wir haben da gemerkt, da gibt es Ungerechtigkeiten bei der steuerlichen Günstigerprüfung, und wir ändern das nun, sodass nicht der bestehende Kindergeldanspruch, sondern nur das tatsächlich ausgezahlte Kindergeld bei der Günstigerprüfung angerechnet wird. Damit stärken wir auch Familien und beseitigen eine Ungerechtigkeit. Vielleicht für das Plenum hier eine Kleinigkeit, aber für Familien eine wichtige Sache. In diesem Sinne ein Gesetz, dem man zustimmen kann, zustimmen sollte, denn wir gehen da die relevanten Probleme an, stellen Familien besser an der Stelle. Deswegen kann man ihm zustimmen, und ich hoffe, dass wir eine große Übereinstimmung hier auch passieren. Dankeschön. Vielen Dank. Wünscht sich Michael Schrodi von der SPD. Auf ihn folgt jetzt der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière. Er sitzt jetzt für die Unionsfraktion im Finanzausschuss. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, fast am Ende der Debatte kann man wohl sagen, dass fast alle Redner, eigentlich sogar alle Redner, dem Anliegen dieses Gesetzes zugestimmt haben. Einige begründen ihre Enthaltung mit mehr oder weniger starken Argumenten und sagen dann, ja, wir stimmen nicht dagegen, weil ihr ja unserer Entschließung nicht zustimmt. Sei es drum. Die Einzigen, die richtig hart dagegen sind, sind die Linken. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwas richtig gemacht, meine Damen und Herren. Wir wollen mit diesem Gesetz, und das hat der Kollege Schrodi genau richtig gesagt, wir wollen damit nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aus bestimmten EU-Staaten, also sagen wir mal Bulgarien und Rumänien, zu uns kommen, die hier arbeiten, die hier Steuern zahlen, die wollen wir nicht in ein schlechtes Licht rücken, sondern im Gegenteil, mit der Regelung, die hier getroffen wird, wollen wir ihren Ruf und auch den Ruf ihrer Länder schützen, indem wir die Betroffenen vor Ausbeutung bewahren und denen, die sie herlocken unter falschen Voraussetzungen, denen wollen wir das Handwerk legen. Da sind wir völlig einer Meinung. Meine Damen und Herren, das Gesetz ist also gut für die Arbeitnehmer, weil es sie schützt. Es ist gut für die Arbeitgeber, weil sie gleiche Wettbewerbsbedingungen vorfinden. Und es ist gut für die Zollbeamten, weil sie neue Befugnisse kriegen und die Dinge in Ordnung bringen können. Ich muss einen Satz sagen zu den Europarechtsfragen, damit das einmal auch an die Grünen bitte, damit das einmal gesagt ist. Herr Kollege Steiniger hat dazu schon etwas gesagt. Mit der Behauptung, etwas ist europarechtswidrig, ist es noch nicht europarechtswidrig. Natürlich gibt es, das kann ich Ihnen als Jurist sagen, immer mal unterschiedliche Auffassungen. Das ist so. Und in der Tat hat ein Sachverständiger an Worten, einer aus vom Anwaltsverein, gesagt, die Sache sei europarechtswidrig. Und es gibt auch andere, die das vortragen. Hören Sie doch zu. Und es gibt auch andere, die das vortragen. Das stimmt. Aber alle Ressorts der Bundesregierung, das BMF, das Arbeits- und Sozialministerium, das Innenministerium, das Justizministerium, sind der Meinung, es ist europarechtskonform. Auch der Europäische Gerichtshof ist der Auffassung, es ist europarechtskonform. Dem finde ich noch einen Hauch wichtiger als den Deutschen Anwaltsverein in dieser Frage. Und wir sind übrigens auch der Auffassung. Das nur damit das mal feststeht. Ich will nur noch mal fürs Protokoll sagen, damit hier nicht der Eindruck entsteht, wenn Sie sagen, das ist europarechtswidrig, dass wir das trotzdem machen, sondern wir halten es für richtig, dass diejenigen, die hier nicht arbeiten, nicht deswegen hergelockt worden, unter der Vortäuschung, sie kriegen Kindergeld, und dann kriegen es aber ihre Schlepper. Wir machen es also nicht, obwohl es europarechtswidrig ist, sondern wir machen es, weil wir es für sinnvoll halten und weil wir es für europarechtskonform halten. Das ist unsere Position. Nun, meine Damen und Herren, Herr Herbrand hat es schon gesagt,
Es gibt IT-Probleme. Wir haben jetzt sehr stark den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Behörden noch mal erweitert und verbessert, gemeinschaftlich. Allerdings muss das auch umgesetzt werden. Und das hat zu tun mit IT-Infrastruktur, das hat zu tun mit Schnittstellen. Und ich kann nur die Länder und die Kommunen und die Bundesbehörden, die davon betroffen sind, den Zoll, die Bundesagentur, die Kindergeldkassen und alle auffordern, jetzt wirklich es nicht nur bei dieser gesetzlichen Möglichkeit eines Datenaustausches zu belassen, sondern es auch tatsächlich umzusetzen. Und dann, das haben wir bei der Anhörung gehört, hat eine Vertreterin des Landes Nordrhein-Westfalen, die daran lange gearbeitet hat, gesagt, wissen Sie was, Sie können schöne Gesetze machen, alles gut und schön, aber vor Ort muss es einer in die Hand nehmen. Einer muss alle Behörden einsammeln und etwas tun. Und das bedeutet, wir können hier nur den Austausch von Informationen regeln. Dass dann auch auf der Basis der gemeinsamen Informationen gemeinsam gehandelt wird, das kann nur vor Ort geschehen. Und ich wünsche mir, dass das Gesetz jetzt zum Anlass genommen wird, dies entschlossen anzupacken und werbe nochmal um Zustimmung. Sagt Thomas de Maizière als letzter Redner in dieser Debatte um ein neues Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch, spricht jetzt Alexander Radwan. Wenn es denn hier etwas leiser wird. Der letzte Redner in der Debatte ist Alexander Radwan für die CDU-CSU-Fraktion. Meine Damen und Herren, viele Vorredner haben ja schon erklärt, warum dieses Gesetz notwendig ist. Und der Kollege de Maizière hat ja auch dargelegt, dass der eine oder andere aus bestimmten Gründen dann doch nicht zustimmt. Aber wir haben natürlich in dieser Woche eine gute Woche, weil die Große Koalition morgen Gesetze entscheiden wird und auf den Weg bringen wird zum Thema Durchsetzung der Ausreisepflicht, Fachkräfte, Einwanderungsgesetz und die Ausbildungsförderung. Und heute haben wir das Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialmissbrauch, meine Damen und Herren. Was diese Woche zeigt, ist eindeutig, die Große Koalition und ihre Fraktion sind handlungsfähig. Wir handeln zum Wohle Deutschlands. Und dass der Sozialmissbrauch und die illegale Beschäftigung heute entsprechend angegangen wird, ist ein gutes Zeichen. Weil es ist letztendlich etwas, was unsozial ist. Es richtet sich gegen die Menschen. Es verärgert unsere Bürger. Und es ist ein immenser volkswirtschaftlicher Schaden, dem wir mit diesem Gesetz entgegentreten wollen. Und gerade diese Themen wie Zwangsarbeit, wie Menschenhandel, aber auch der Kindergeldmissbrauch ist etwas, was jetzt gelöst werden muss. Ein Mittel dazu ist der entsprechende Aufbau von Stellen beim Zoll, meine Damen und Herren. Die Zahlen wurden bereits genannt. Und der Kollege hat ja bereits erklärt, wir stehen hinter dem Zoll. Wenn ich auch sagen muss, das eine oder andere Auftreten damals beim Thema Mindestlohnkontrolle haben wir uns genau angeschaut. Aber letztendlich ist der Zoll hier dringend notwendig bei des Vollzugs des Rechts. Meine Damen und Herren, es ist auch notwendig, das Recht entsprechend anzuwenden. Zukünftig wird die Arbeit erleichtert werden, weil die Anbahnung der Schwarzarbeit nicht mehr auf der Baustelle selber zum Beispiel verfolgt wird, sondern eben bereits am Arbeiterstrich entsprechend angegangen werden kann. Herr Radwan, Sekunde. Wir sind nur für Ihre Information mitten in einer Debatte. Und ich möchte die Kolleginnen und Kollegen bitten, Ihre Gespräche entweder draußen zu führen oder sich hinzusetzen und dem Kollegen Radwan zuzuhören. Wenn Sie das nicht tun, lasse ich einfach nicht mehr anfangen. Dann warten wir einfach so lange. Es ist auch bemerkenswert, wie viele aus seiner eigenen Fraktion glauben, sie müssen sich über andere Dinge unterhalten. Also, ich sage das jetzt noch mal, bitte hinsetzen, Platz nehmen, sonst wird die Debatte nicht fortgesetzt. So, gut, Herr Radwan, bitte. Ja, besten Dank, Frau Präsidentin. Jetzt komme ich aus Bayern. Wir sind Reden in Bierzelten gewohnt. Von daher ist die entsprechende Untermalung meiner Rede für mich jetzt nicht störend. Ich will damit natürlich nicht das Plenum gleichsetzen mit einem Bierzelt. Sehen Sie es mir nach. Aber es ist halt so. Das hätte ich gleich gesagt. Ja, wir kennen uns. Von daher ist das alles in Ordnung. Meine Damen und Herren, noch zwei Punkte. Das eine war der Kindergeldmissbrauch, und da bin ich beim Herrn Cézanne, da habe ich schon ein wenig Probleme, wenn Sie gerade den präventiven Teil kritisieren. Es geht hier darum, das Geschäftsmodell der Schlepper
zu knacken, es unfähig zu machen, damit Geld zu verdienen, Kinder hierher zu bringen. Ich glaube, das ist eine zutiefst soziale Angelegenheit, ein zutiefst soziales Ziel. Dass Sie das negieren, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und dann geht es gleichzeitig um die Einstellung und den Verdacht, dass der hier entsprechend zukünftig schneller geschehen kann, auf Verdacht hin. Das ist ein scharfes Schwert, was zukünftig möglich sein wird. Der verbesserte Datenaustausch wurde angesprochen. Wir haben ja eine Vielzahl von Behörden, die Familienkassen, Ausländerbehörden, die Länder und die Kommunen und den Zoll. Hier werden wir entsprechende Maßnahmen und Effizienzsteigerungen, die auch angemahnt wurden, herbeiführen. Meine Damen und Herren, die Regierungskoalition ist handlungsfähig. Die Regierungskoalition tut auf entsprechende Entwicklungen auf der europäischen Ebene reagieren, ohne dabei eben Europa abschaffen zu wollen. Die einen lösen europäische Probleme darin vermeintlich damit, dass sie aus Europa austreten wollen. Wir tun Entwicklungen entsprechend national regeln und damit Europa ein besseres Ansehen in Deutschland und bei den Bürgern zu geben. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und mit Alexander Radwan endet die Debatte über das Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch.